Hallo. Puh. Ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Ja, genau. Wo ist die Lane? Sie flog ein kleines bisschen in den Wald, als wir strandeten. Dann lasst uns gehen. Wir suchen sie und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, Kumpel. Was meinst du? Ich meine, was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Captain. Wir verlassen dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Ei, hast du. Und die Aktienoptionen. Aber wir gehen trotzdem. Aber warum, Haggis? Warum? Nun, ich gebe zu, in deiner Piratenmannschaft zu sein, war die wahre Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind rastlos geworden. Wir können die Stimme der Sirene hören, wie sie uns ruft und sagt... Ihr geht zurück, um wieder Friseure zu werden? Ei, wir segeln zurück zu Plunder Island, sobald wir das Schiff repariert haben. Viel Glück, Captain Treibholz. Es war ein Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Ich schätze, ich bin wieder allein. Ja, und da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahmesession. Ja, ich wollte spielen diesmal wieder. Ja, herzlich willkommen zurück. Oh, eine Flasche. Nehmen wir mal mit. So, ich denke mal, wir labern gleich entsprechend oft. Oh. Ah, guck an. Ah, da. Ich meine sogar in der schweren Version muss man das selber öffnen, machen. Ne? Ja. Okay. Ja, dann. Was ist das? Es ist eine Flasche wohltuender Handlotion. Fettige Handlotion. Nimm mal mit. Das lässt du am besten. Diese Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Schiff gearbeitet hat. Au. Da spring mal mit, Haggis. Vielleicht raue, trockene Haut. Vielleicht können wir den quatschen, dass er uns gibt. Ja. Hi. Machen wir wieder alles von oben nach unten. Meuterei ist ein großer Schritt. Seid ihr sicher, dass ihr es nicht nochmal überdenken wollt? Ei, Jungchen, wir sind alle einer Meinung. Wir spüren lieber den Sprühnebel von Haarspray als den des Ozeans in unseren Gesichtern. Wie steht's mit den Reparaturen? Nun, Jungchen, die Dinge könnten schlechter laufen. Es gibt viele Baumstämme auf dieser Insel, sodass wir alle großen Löcher im Rumpf reparieren können. Wir werden auch ein Tanzparkett aus hartem Holz auf dem Lido-Deck hinzufügen. Nett. Ei, da gibt es etwas, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Ha. Da ändern sich auch der erste Satz, hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Vielleicht trotzdem mal das dritte. Darum geht es jetzt. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig. Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du? Das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Ei, und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Ja, denk darüber nach. Okay. Ja. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Ei, ich gebe dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Okay. Ich meine, ich kann mich noch dran erinnern, was das war. Ich lass dich wieder an die Arbeit. So. Soweit ich weiß, gibt's hier nichts wirklich. Kann man nicht. Lalala. Seewasser. Die Prospekte haben nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich kristallklar. Ich wette, es ist richtig salzig. Aha. Okay. Gehen wir mal hier raus. Wir sind auf. Sind wir auf Blood Island? Ja, ne? Ja. Das um einen Vulkan, wir sind am Schiffswrack, wir sind überall wahrscheinlich Fragezeichen. Ich denke mal, wir gehen das so sehr viele Orte. Kategorisch mal erstmal von rechts nach links ab. Ja. Elaine sieht aus, als ob sie in Ordnung wäre. Halte durch, Schatz! Ich werde dich da herausholen!
Wir haben ja bei den Schiffskämpfen ziemlich oft, das haben wir beim Zusammenschnitt bei dem Video rausgeschnitten, wie oft wir eigentlich verloren haben. Theoretisch hätten die Elaine ja mitnehmen können als Schatz, ne? Aber irgendwie ist keiner darauf gekommen. Im Hintergrund auch nochmal die Haifische, ja. Die immer recycelt werden. Die sind überall. Die sind Glühwürmchen. Die sind wirklich hell. Ja. Kann man noch was anklicken? Okay, der Stumpf. Hey, ein Stumpf! Okay, hier kann man. Ah, warte, der Ring. Ja. Vielleicht kann man den sogar mitnehmen. Dieser Ring sitzt wirklich fest an ihrem Finger. Hier kann man, glaube ich, soweit noch nichts tun. Nee. Ich glaube, man kann in zwei Richtungen raus. So, Elaine. Okay, Elaine, dann gehen wir mal da unten zu dem Strand oder was das ist. So. Mehr Wasser hier schon? Moment. Felsen. Ja, Wasser. Vielleicht verschoben irgendwie. Okay. Verwittertes Schild. Shit! Aber im Hintergrund sieht man auch noch irgend so ein Gebäude. Ja. Sieht hypermassiv aus, da wie so ein Tempel eigentlich. Fährlinie des verlorenen Walisers. Täglich unvergessliche Kreuzfahrten und Wahlbeobachtungsexkursionen. Mhm. Der Waliser. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Wirklich? Ach so. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ja, mach das mal. Kannst auch schneller machen. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich will wirklich nicht ins Wasser. Wirklich nicht ins Wasser. Wenn du darauf bestehst. Yay! Mr. Egg. Man kann gleich auch nochmal dahin. Dieser Kerl konnte wahrscheinlich seine Luft unter Wasser nicht sehr lange anhalten. Zu schade. Der geht wieder raus. Ja. Aber du kannst nochmal rein, irgendwo in dem Wasser. Das meine ich so hoffe, das war's so eine Spiegelung oder so, irgendwie so ein Tropfen. Ja. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Irgendein Fleck, da kann man extra anklicken. Irgend so ein Schimmern. Ich weiß aber allerdings nicht wo. Dann kann man da wieder rein. Aber, ja. Okay. Hier ist ein Ei. Vor allem auf einer Palme. Es ist ein großes Ei, ja. Das unsicher auf dem Wipfel dieses Baums liegt. Okay. Kann man den Baumstumpf irgendwie klopfen? Oh, wieder ein Gummibaum. Schüttel, okay. Sind Gummibäume Palmen? Nur mit meinen Hexen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. In Monkey Island auf jeden Fall. Beim letzten Mal war es ja auch so ein Palmenstumpf irgendwie. Genau, geh mal nach links raus. Vielleicht, da war ja auch noch irgendwie so ein Leuchtturm. Ja, ich glaube, da können wir noch nichts machen, aber wir können ja zumindest schon mal zu dem Ort gehen. Hier wieder die Haie. Junge, ist das windig hier oben. Den Screenshot, den finde ich so geil. Ich glaube, da ist auch auf der Originalverpackung drauf. Ja. Wieder die Haie. Ah, die sind aber jetzt extrem groß. Verhältnismäßig, ne? Ja, verhältnismäßig. Eigentlich auch etwas falsche Perspektive. Aber egal. Ja. Genau, kannst du die mitnehmen? Zum Glück muss ich sie nicht justieren. Hier kann man noch nichts machen, das weiß ich, glaube ich. Ah, ja, da müssen wir irgendwie später, wenn wir unser Ziel ist ja jetzt unter anderem natürlich immer noch Elaine zurückzugewinnen da, aus ihrer Goldschicht. Und dafür braucht man einen gleichwertigen Ring. Ne? Und, genau, primäres Ziel ist halt jetzt irgendwie diesen König André quasi zu finden, wahrscheinlich. Genau. Das ist das Gebäude, was wir vom Strand, vom Anleger aus gesehen haben. Hier geht's noch zu einem Friedhof. Ich meine, rechts ist noch, wenn du erstmal weiter nach rechts gehst, bevor du reingehst, da ist noch irgendwie so ein Grill oder so. Ja, hier diese Tiki-Laterne heißen die auch. Ich wollte gerade sagen, die Laternen sehen aus wie Tiki-Dings, heißen auch so. Und ich meine, da drin ist auch das, was wir als Teerersatz nehmen können. Es ist ein großer, schwer aussehender, gusseiserner Kochtopf. Ah nee, später erst. Später ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Okay. Wir können dann irgendwie so ein Teerzeug machen, das weiß ich noch. Ich meine, war das Käse sieht oder war aus, das Tofu? Als wäre das eine ganz schöne Show gewesen. Ich weiß auf jeden Fall, beide Items gibt's hier, aber ich weiß nicht mehr genau, was man für was benutzt. Spüren Sie die Macht der alten Vulkangöttin in Griswold Meistersuppe präsentiert. Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Kabarett der Karibik. In der Hauptrolle Wilhelmine, Verführerin des Kraters. Abends um 7. Okay, die wollen eben auch mal gucken, was wir haben.
Jo. Oh, wir haben nicht mehr das Messer. Die beiden Sachen haben wir eingesammelt, einen Korken und eine Flasche. Jo, gehen wir mal rein und gucken, was hier so los ist. Hm. Die Musik finde ich ganz cool draußen. Ja, die Musik ist allgemein hier ziemlich Madame passend. Madame Zima unten. Ja. Oder Ma'am Zima. Madame, ja, ja. Gucken wir erstmal das Neonschild an. Trink Grog. Okay. Danach gehen wir in die Tür erstmal rein, bevor du mit denen laberst. Ich glaube, da war nur so ein Nebenraum. Aha. Da hieß er Käse. Aber der Kühlschrankmagnet, den kann man auch gebrauchen, glaube ich. Genau. Kann man den öffnen? Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Käse? Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Haben wir was zum Rausschneiden? Schere? Ich brauche etwas, mit dem ich ein Stück abbrechen kann. Ja, das war irgendein Messer, glaube ich. Oder irgendwas in der Art Gabel. Da war jetzt die Maus zufällig. Irgendwie bin ich... Ich bekomme diese Gabel auf keinen Fall daraus. Dieser Nacho-Käse wird hart wie Leim. Oh. Okay. Ja, komm. Machen wir mal das Schild und dann die Frau. Die super sympathisch reinblickende Frau da. Madame Xema. Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Ich frage mich immer, wie die überleben konnten, weil es muss ja ziemlich viele Leute geben, die daran glauben und zu einer Wahrsagerin gehen. Vor allem, ich finde es so ein bisschen lustig, es gibt jetzt einmal diese Voodoo-Tante, die ja auch so ein bisschen Wahrsager-mäßig ist. Ja. Das ist dann quasi so die, ich sag mal, die Karibik-Variante. Und hier sieht man so die, ich sag mal, die deutsche Kartoffel-Variante. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo! Bitte! Sei leise. Ach, der hat Kopfschmerzen links oder irgendwie sowas, oh, ne? Oh, mein Kopf. Ja. wir gehen wieder Sag von mir oben mein Schicksal unten. Voraus. Sag mir mein Schicksal voraus. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein, du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Frag trotzdem mal blöd weiter. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut. Wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ach du meine Güte, hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes... Es ist der Tod! Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Und wieder einmal, es ist der... Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Die Karte bedeutet... Gib's mir. Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Wollte ich gerade auch sagen. Damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen. Dies ist das Werk des bösen Guybrush. Nur noch einmal? Woher weißt du den Namen? Für Guybrush. Lass mich raten. Verlasse diesen Ort! Hä? Dämon! Dämon! Okay, kann man bestimmt nehmen. Waren das 5 Mal oder 4? Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe! Oh,
dann sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Vier Karten. Ja, genau, an die kann ich mich erinnern. Ich weiß aber, ich weiß, wofür man die, glaube ich. Oh, warte, guck mal hier. Ach nee, kann man nicht anklicken. Ich meine, okay. Die könnte man irgendwie später gebrauchen. Genau. Eines der Kissen. Ich glaube, das Gewürzglas kann man auch irgendwie machen da. Die Gewürzgurken. Bam. Bam. Hat er nicht gemerkt. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Gut. Glas. Leeres Glas. Hör bitte auf, Dinge anzufassen. Schluss mit dem Krawall. Ah, Rezeptbuch. Ja, okay. Was sind damit? Einmal reinspucken. Stimmt. Bum, ding. Lies mal das Rezeptbuch durch. Das sieht mehr aus wie so ein Checkfeld. Ja, so eine Karte, die bei Bars auf dem Tisch liegen oder in Restaurants. Das ist unsere Getränkekarte. Rum, oh, Rogers, Rum, Überraschung, einfach Rum, lala, rum. Achso, da. Naja, kann auch mehrere Seiten. Lesen wir jetzt nicht alle direkt vor. Ich glaube, wir waren nur eine wichtig. Der Blauwal, Schleim mit Tonic, kombiniert Teil Gilbert's Baby mit einem Teil blauem Wal. Mixen, die Farbe kurz wieder. Ja, Wauwauen. Aufgebaut mit Zecke, nee. Sumpfzombie. Ich find's cool, dass die Blätter nicht immer dieselben sind, sondern ich glaube, da gibt es zwei oder drei Varianten. Ich habe nur zwei. Anhang B. Keksrezept. Ne, warte, wo war denn die? Ja, ich glaube, Anhang A. Ja, ja. Ein Ei, Pfeffer, Hadesun. Ja, genau, das war ja, der Scheiß. Wird sich später noch aufklären. Aber wir müssen das Buch uns angucken, damit man irgendwie wahrscheinlich sogar was triggert. Jo. Gehen wir mal erst hoch, bevor wir mit ihm reden. Dieses Poster ist irgendwie voll lustig. Das ist so ein bisschen Anlehnung auf so alte Bierblechschilder. Ja, so, ja. Ne? Okay. Hier waren zwei Räume. Also extrem, ey. Ich glaube, in Overaffig, da muss man noch irgendwas mit diesem Bild machen. Das ist nicht mehr. Ich glaube, hinten die Tür, die wäre zu gewesen. Hammer. Und so weiter, Scheiße. Das ist alles noch... Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen erst, ich glaube, da muss man mit dem Hammer raus. Hammer, ja. Wo kriegen wir denn einen Hammer her? Ah, ich weiß, wo wir den Hammer herkriegen. War der aber auf dem Friedhof? Ich glaube, ja. Ja, gehen wir mal erstmal zum Friedhof, dann kommen wir auch hier ein bisschen weiter. Ich würde, können wir nicht noch mit dem reden, oder? Kommt drauf an, wie viel wir schon erzählen können, ne? Ja. Lassen wir erstmal mit denen reden, vielleicht gibt er uns noch einen bestimmten Auftrag, den wir auch noch auf dem Weg zum Friedhof machen können. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. War das auch im Rezept mit dem klaren Kopf? Ja, ich kann mir vorstellen. Falsche Taste. War das sogar das, was wir brauchen da? Als du da mit rumwaschen ist. Blablabla. Weiter. Nee. Kombinier ein Teil. Nee. Sumpfzombie. Erste Behandlung bei Piratenkater. Doch, das ist das. So, wir brauchen. Ein Ei, Pfeffer und Haar eines Hundes, okay. Das Ei wissen wir ja, wo es ist. Wir müssen es aber runterkriegen und ich meine mit dem Hammer auch dagegen hauen, den wir hier brauchen, auch für den Nagel, den wir vorhin gesehen haben. Gegen den Gummibaum, ja. So. Und ich meine, das kriegen wir auch auf dem Friedhof. Woher Soweit kriegen wir nochmal das Werkzeug? Ich meine, das wäre ein Messer, um das Käserad auszuschneiden. Oh. Die Maus Moment. Ist gerade ja, leer. Machen wir mal eben fix. Ich meine, ich habe gestern schon die Maus hat gewarnt, dass sie leer geht. Jetzt muss ich mal kurz hier. Lalala. Batterien. Ich habe da mal was vorbereitet. Da, Bakterien. Bakterien. Hier, aber kurz live die Bakterien wechseln.